So, es ist Tea Time in England und ich trinke jetzt einen Tee. So ein beschissener Anfang, das England-Spiel ist schon lange vorbei. Also willkommen zu Ukraine gegen Schweden. Ah, war der Tee gut? Er trinkt gerade wirklich Tee. Also ich darf Schweden sein, er darf Ukraine sein. Ich kenne Schweden ja noch aus dem einen Freundschaftsspiel, aus der Wunschpartie von einem Zuschauer. Leider weiß ich den Namen nicht, ich guck mal kurz, das war die Wunschpartie von MTB Fahrer 1234, genau das war's. Hallo, kein... Da habe ich ja schon... Kein Shevchenko! Du hast kein Shevchenko. Gar nicht. Natürlich da, Shevchenski. Das ist ein Innenverteidiger. Oh, gehen wir da runter. Du warst schon Shevchenko. Shevchenko? Hast du Timoschuk? Ja. Tomaschuk. Ja, du hast ja nicht die richtigen Namen. Malininski. Du hast ja die richtigen Namen. Ja, du hast ja da schon wohl. Sie haben nämlich keine offiziellen Rechte für die Ukraine. Semenko, Semoko ist wohl. Muss ich sagen, finde ich schade. Andrei Shevchenko, Andrei Semoko. Ja, das kann sein. Finde ich schade, dass sie nicht die Rechte für die Ukraine haben, aber die haben wahrscheinlich gedacht, die Ukraine, wir sind Heimmannschaft, die brauchen unsere Rechte, also fordern wir besonders viel, deshalb. Jo, hat ihr Herr eiskalt abgesagt. Also Schweden, mit Schweden habe ich ja schon ein Wunschspiel gewonnen gegen Dänemark damals. Dank Beihilfe von Zlatan Ibrahimovic. Und ich brauche jetzt endlich mal meinen ersten Sieg in dieser Euro. Der komplette erste Spiel hat nur unentschieden. Und wenn, oder halt mal, Benny hat gut gewonnen, hoch gewonnen. Es echt voll viele unentschieden. Ja, ist natürlich spannend. Und damit wäre dann auch der erste Spieltag rum der Euro. Und ihr könnt dann auf unserem Kanal rechts außen bei der kompletten Info, wo alles steht, halt direkt über die Playlist klickt einmal auf kurz auf das Meer. Da habt ihr schon die ewige Spaßkrieg-Tabelle. Die haben wir jetzt schon oft genug erklärt, die erklären wir jetzt nicht nochmal. Und direkt drunter habt ihr dann ewige Liste von den Nationalmannschaften, aber ewige Spaßkrieg-Tabelle. Und drunter seht ihr die aktuelle Tabellenstände unserer Euro. Also die aktuelle Tabellenstände seht ihr da drunter von unserer Euro. Da könnt ihr euch mal informieren, wie es denn gerade so aussieht in unserer Euro. Die Tabellen bleiben auch, wenn Euro zu Ende ist, oder? So, die Tabelle werden auch bleiben, wenn Euro zu Ende ist. Heißt in 10 Jahren, wenn sie verlagert dann abgeht. Sie wird auf jeden Fall immer unten bleiben, die Euro 2012. Da könnt ihr immer genau sehen, wie das die Euro bei uns abgelaufen ist. Ich schreibe da einfach auch die Achtelfinalpartien rein, fertig. Oh. Und Abseits von den Ukrainern, das war glaube ich Shevchenko. Shevchenko. Ist egal, auf jeden Fall hat er bei Milan gespielt, ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Tor. Hat er Milan gespielt, deswegen ist schon Weltklasse, wa? Ja. Okay, wenn Gomez bei Milan spielen würde, wäre er nicht Weltklasse. Weil Gomez ist. Eine hässliche. Piep. Schön. Die Ukraine. Klares Fall von Ukraine. Die Ukraine versucht zwar hier durch Kampf in die Partie kommen. Das war gerade. Ja, ein unbekannter Spieler. Ja. Wir kennen die Ukraine eh schon nicht. Jetzt haben sie noch die falschen Namen. Jetzt erkennen wir sie eh erst richtig nicht. Das hier könnte keine Ahnung was sein. Das könnte Shevchenko sein, das könnte genauso gut Timoschuk sein, das könnte genauso gut Cristiano Ronaldo sein. Mann, ist das kacke. Ja, das, das ist bis jetzt das einzige Nachteil hier von der EM. Bislang finde ich die Erweiterung auf jeden Fall empfehlig zum Kauf, ist echt genial. Nur halt, dass gerade von der Mannschaft hier keine Rechte da sind, finde ich etwas dämlich, dumm, kacke. Aber es ist Ukraine, ich meine, wer spielt schon, welcher Deutsche spielt Euro 2012 wieder Ukraine? Mal ehrlich. Jesus. Ich meine, wenn mein Gastgeberland spielt hier in Deutschland, dann eh Polen. Wir haben eh genug polnische Autodiebe bei uns drüben, also gehe ich davon aus, dass man dann eher Polen spielt. Unterstützt man halt die Polen mal. Ich meine, dann haben die doch mehr Geld, können doch mehr Autos stehen. Passt doch. Warum sind die Polen kaufen auch ihre Autos aus Deutschland? Die stehen sie kurz. Die überlegen sich, die gehen das Auto aus, lassen sich kurz empfehlen. Haja, Audi R8, das ist ein Weltklasse-Auto. Haja, komm. Gucken Sie aber kurz im Internet, wo steht gerade ein Audi R8 rum in Deutschland. Haja, guck, da ist Stuttgart Parkplatz da. Steht Street View. Ja, Google Street View, ach, da steht einer, komm, holen wir uns mal, ja, komm, geh mal kurz rüber. Dann über tschechische Grenze, wieder nach Polen rein, ja, Audi R8, wo habt ihr den her? Den haben wir gekriegt, Stuttgart, Alter, so. Da steht noch ein Porsche, ja, geil, hol ich mir mein neues Auto hier. Und dann ihre Gebrauchtautos, die stellen sie halt eben hin und kassieren bei uns auch die Abschrottprämie da. Nein. Ja, die gibt's ja gar nicht. Das ist ja nur ein Klischee, dass die Polen die Gasse klauen. Ich denke echt. Nee. Polnisches Auto, also, es stimmt schon, dass Polen klauen, also. Es gibt sicher wie in jeder Nation böse Leute oder. Schlechte Beispiele oder sowas, oder, ja, wie immer halt, überall gibt's Elfmeter? Überall gibt's so negative Darstellung, aber es gibt schon. Da war also im Vergleich mega zu, lag. Oh, yeah. Mega lag. Im Vergleich zu anderen Ländern ist auf jeden Fall in Polen ziemlich viele Tiere. Auf jeden Fall steht fest, dass wenn es ein Superheld geben würde. Alter, was geht hier ab? Wenn es ein Superheld vergeben würde, der lags verursacht, würde er eindeutig mega lag heißen.
Egal, das habe ich aber Libre. Oh, es geht ja ab. Alter, ich habe hier überhaupt nichts gehört, den Ibrahimovic. Da war mega. Warte, wir unterbrechen mal ganz kurz. Was geht hier ab? Also, wir unterbrechen ganz kurz. Wir sehen uns, wir gucken mal, was das ist. Und trinken Tee. Ja, wir trinken Tee und gucken, was an den, was das ist. Daran liegt, dass Lags hier sind. Also, wir sehen das gleich. Gut, willkommen zurück. Wie es aussieht, war es wohl Antivir. Ich habe gerade fair nicht direkt nach vorne gespielt. Bitte notiert euch in euren Fairplay-Tabellen. Hey, Fairplay. Wie es aussieht, liegt es gerade wohl an Antivir. Lags. Liegt's Lags? Nein, es lag nicht an Antivir. Mega Lag. Ja, in Antivir installiert man wieder irgendeine Scheiße. Letztes kam mal bei mir, Antivir, 158 neue Objekte wurden erfolgreich installiert. Ich so, Alter, meine Fresse, die können vorher mal fragen, bevor sie meinen PC vollmüll. 158 neue Objekte. Ich wollte mich verkackern. Antivir, Leute. Hey! Mega Lag! Jetzt aber Elfmeter! Das ist mega Lag! Da will ich unbedingt auf Ibrahimovic spielen. Scheiße. Warst du doch gerade schon Ibrahimovic? Nein, war ich nicht. Eben nicht. Oh, da war gerade wieder Mega Lag. Mega Lags. Keine Ahnung, was das ist. Alter, wir sollen mal Mega Lag in der Kanalbeschreibung erklären. Wir sollen mal ein paar Personen, die es gibt, erklären auf dem Kanal. Ibrahimovic! Schwede mit 1:0 dank Zlatan Ibrahimovic! Yes! Ich glaube, Benny holt jetzt mal seine Frust-Tic-Tacs. Nein, ich habe meinen Tee schon leer. Ibrahimovic eiskalt in den Knick oben links rein. Da kann auch Mega Lag daran nichts ändern. Mega Lag! Darf ich mal beschreiben auf unserem Kanal so ein paar Personen schreiben, die man wissen muss, wenn man auf dem Kanal ist? Nö, kannst du gerne mal Personenbeschreibung in den Kanal reinfügen? Da gehört Mega Lag nicht. Okay, mach ich mal von dir. Aber ich muss mich selbst beschreiben, gell? Ja, klar. Keine Ahnung, wer das ist. Oh, wow, wow. In einem kleinen Text oder in einem kleinen. Schwen klar besser. Was? In einem. Das machen wir dann aber nicht bei mehr, sondern bei. Doch, das machen wir auch bei mehr, okay? Aber nee, nicht bei mehr, bei oben, ganz oben bei der Kanalbeschreibung. Und eher als kleinen Text oder doch eher als Steckbrief? Als Text? Ja. Schweden verdient voller Dank Zlatan Ibrahimovic, natürlich Weltklasse macht und da die Chance für Schweden war auf jeden Fall da. Aber da war mega leck noch alles. Zurück zum Torwart! Oh, oh, ey! Zurück zum Stürmer! Oh, 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 oh! Uiuiui, was du da betreibst, ist auf jeden Fall gefährlich. Ich betreibe spanischen Fußball. Ach ja. Ich glaube, dieses Spiel gewinnst du zum ersten Mal. Ich spiele gerne mit dir schwer. Deine Ukrainer sind jetzt auch nicht wirklich gut. Ja, ich glaube, die schlechteste Mannschaft mit Irland, wobei die eben dabei ist. So würde ich mal so tendieren. Ja. Ich glaube, die Gruppe ist auf jeden Fall klar. England, Frankreich dürften weiterkommen. Außenseiterchance auf jeden Fall. Schweden, Ukraine dürfte keine Chance haben. Meiner Meinung nach. Oder? Was sagst du? Ja. Ich denk nur gerade an Geysire. Ibrahimovic abseits. Schade, schade, schade. Den hätte er sich da reingemacht. Ich denk gerade an Geysire. Ich hocke gerade übrigens im Zlatan Ibrahimovic Trikot vom PC, also AC Milan Ibrahimovic. So zur Info. Wen interessiert es, kannst du deinen Text da schreiben, den du schreiben darfst. Hey, Text. Das Ibrahimovic schreiben. Das schreibe ich vielleicht, weil mein Lieblingsspiel ist Zlatan Ibrahimovic. Ich glaube, das könnte rein in so Steckbrief. Nein, da gehört eigentlich über dich selber was rein. Ja, schau, wenn ich sag, fußballerisch hier, wir sind ja eigentlich in Let's Play Channel. Wir heißen nur mal Spaß Kicker. Ja, und? Nicht Spaß Ficker, Spaß Kay, Spaß Ficker. Spassen Kicker. Spaß Kicker. Offiziell heißen wir Spaß Kicker. Ja, du kannst in deinen Text aber reinschreiben, was du willst. Du kannst reinschreiben, was du ihm. Du kannst deinen Impotenz. Oh, wow, 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 wow. Ibrahimovic mal wieder. Du kannst deine Impotenz veröffentlichen. Ja, ich schreibe ein Benny ist Impotenz. Kann schon keine Kinder kriegen. Ui, jetzt vielleicht bei einem Angriff der ukrainischen Armee. Müsste ich mal ein politisches Thema anschneiden? Oh! Nicht im LP, oder? Oder nein. Wollt ihr ein. Nein, nein, ein politisches nein, Thema? Nein, nein! Ich überlege gerade so ein paar Themen vor. Wen gibt es gelb? Ja, was hältst du eigentlich davon? FC Barcelona, eine dreckige Hurensohn-Mannschaft, was hältst du denn davon? Sehr politisch. Ja, das ist ein politisches Thema. Man unterhält sich ja gerade auch bei Barcelona sperrt, denn sie sind hässlich. Nee, das Ganze trifft auf Bayern zu. Also Bayern sollte man echt sperren, weil die sind echt ekelhaft. El Mando! Mann, oh Mann, das erinnert mich gerade an Euro 2008 war das, haben wir auch mal gegeneinander gespielt. Ey, Schiedsrichter, fick doch die Henne! Oh, Schiri. Darf ich jetzt fertig erzählen mit Euro 2008? Schiri! Solange du eine Chiri schreist. Solange du eine Siri schreist. Okay, du kannst. Also Euro 2008. Nö, ist okay, jetzt darfst du. Okay, Euro 2008. Siri! EM 2008 haben wir gespielt. Oh, Elfmeter! Ja, Pfeifenkraut! Haben wir gespielt. Schweden gegen Griechenland. Ich habe 4:2 geführt in der 90. Minute. Macht dann noch das 4:4 und dann das 4:5.
Hallo, Rot für die Ukraine und Ibrahimovic jubelt schon mal. Nein, ich weiß nicht genau, wie gut. Oh nein, schön. Ibrahimovic verzieht. Ich hab voll drauf gedrückt. Schön. Eigentlich sollte ich jetzt offensiv stellen, weil ich ja noch einen Punkt brauche zumindest. Ein Punkt wäre zumindest nicht schlecht. Ja, wenn ich halt vielleicht mal nach vorne kommen würde. Für deine Affen. Hey, lass jetzt meine Affen in Ruhe. Oh oh. Schwenko. Ja. Ich sag's, dann macht es gut, er war bei der Euro ein richtig toller Torhüter. Das so wie damals verletzt. In Klondük. Ja, Ibrahimovic, das ist halt zu leicht, Elfmeter, das ist zu leicht für ihn. Das ist nicht mein erstes Ibrahimovic Elfmeter, den ich verschieße. Ja. Für die Statistiker. Der Dritter von drei. Ja, ich habe mich schon zu sehr aufs Tor gefreut, schon wieder mega lag. Die Lags, die lassen echt nach, ich weiß auch nicht, an was es liegt. Ich habe ein Windows 7 PC mit, was für ein i7? Mega-Lag! Intel Core i7. Alter, ich glaube echt, ich habe irgendwie Mega-Lag-Professor. Abseits, abseits, abseits. Die rennen sich doch selber jetzt hier ist die Schweden feiern schwedische Party. Ikea jubelt. Ikea jubelt. Ikea ist schwedisch. Berühmteste Person ist Zlatan Ibrahimovic von Schweden. Direkt danach kommt Ikea. Ikea. Oh, das war ein Wortwitz, Ikea. Wieso habt ihr kein Trikotsponsor Ikea? Jetzt wär's doch Ikea als Trikotsponsor. Da kriegen die sicher lauter Möbel, wo irgendwelche Schrauben fehlen. Lol. Ich will mal das schwedische Stadion sehen. Mit den Schränken, wo die da drin haben. Lauter Poank und was weiß ich, wie die ganzen Dinge heißen. Dankeschön. Ja, Mann. Jetzt wird das der Sieg in Euro. Dank den Schweden und Ikea. Dieses Spiel wurde präsentiert von Ikea. Kaufen Sie jetzt Ihre Möbel bei Ikea. Benny ist deprimiert. Man hört dich nicht, wenn du es weit hinterlegst. Fick die Henne! Das ist dein erstes Spiel, wo du verlierst. Krieg dich da nicht auf. Weißt, wie viele Spiele hab ich schon verloren? Schiedsrichter kann Ibrahimovic mal den Arsch knutschen. Wie viele Spiele hab ich schon verloren? Superkeeper! Wie viele Spiele hab ich ihn schon verloren, hä? Das lag alles so an Mega-Lag. An Mega-Lag. Es ist ein Superhit. Der die Gerechtigkeit den Euro wiederherstellt und damit Flo wieder zum großen Favorit auf den Euro-Titel macht. Mit Schweden. Wo wir eigentlich das echte Finale nachspielen und damit. Hey! Schön! Mega Lag! Kennen Sie. Sie kennen Meerjungfrau und Blaubarschwur, aber kennen Sie auch Mega Lag! Sieg für die Schweden und Sieg für Flo! Party Time in Ukraine! Immer in der 55. 90. Das gibt's doch gar nicht. Zlatan Ibrahimovic, natürlich Spieler des Spiels. Wer hätte was anderes erwartet? Super Zlatan schießt die Schweden zum Sieg und damit zum großen Favoriten auf den Euro-Titel. Beende du mal das Video, ich hol mir Tee. Gut, er ist deprimiert, der Kind ist tatsächlich raus hier. Ich hol mir Tee. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird wahrscheinlich dann wieder ein Spieltag Gruppe A sein. Keine Ahnung, wer das spielt. Lasst uns überraschen. Wir sehen uns. Ciao.